Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Diablo 3. Wir sind in der zweiten Season, haben neu angefangen und hier einen kleinen Zauberlehrling, mit dem wir die Welt retten. Tja, auf geht's. Wir sind hier in der Quest, eine zerbrochene Krone und suchen nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Ja, dann wollen wir mal. Wir müssen hier oben zu dem Friedhof der Verlassenen. Klingt logisch. Ist aber so. Und machen direkt mal den Friedhof kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt ein paar Gruften auseinandersägen. Und dabei bestimmt furchtbar viele Erfahrungspunkte sammeln. Ja. Es ist immer noch hier der Erfahrungsboost drin. Der Community, das Community-Ereignis. Ja, meine Sprachfähigkeiten sind immer noch leicht eingeschränkt, was eventuell auch ich habe nicht genug Arkane an dem gestrigen Abend liegen mag. Wir gehen in die erste Gruft und ich höre auf von Eskapaden. Oh Gott. Wie gesagt, es ist gerade nicht einfach. Ja. Das neue Mikrofon ist immer noch dabei. Ich bin mit der letzten Aufnahme vom Sound her ganz zufrieden, auch wenn ich wieder unheimlich viel Quatsch erzählt habe. Damit müsst ihr klarkommen, oder auch nicht. Mich übrigens freut, dass die Abozahlen im Moment ein bisschen steigen. Ein bisschen positives Feedback ist immer ganz schön. Ich möchte nicht mehr gegen diese geschmolzenen Kreaturen hier kämpfen gerade. Das Schwere von diesem Spiel macht sich dann gerade doch... Alter. Macht sich dann doch gerade bemerkbar. Ich muss hier mal gerade weg. Es geht nicht anders. Ich muss hier zurück. Ich kann meinen Trank noch nicht ziehen. Ich muss noch ein wenig länger warten. Boah. Ja, cool. Vielleicht können wir die jetzt irgendwie erstmal einzeln so ein bisschen auseinanderhebeln und hoffen, dass die anderen jetzt nicht auch noch hier hochlaufen. Einen habe ich gleich. Oh oh. Da wäre jetzt gleich was explodiert. Die Geschmolzen sind wirklich nicht ohne. Ich brauche diese Kugel hier. Gib mir die Kugel. Jetzt habe ich mir die Kugel gegeben. Ha ha ha. Na Mensch. Denn sie glauben, dass der das ist ja was. Ihnen das Leben zurückgeben kann. So, mal einen anlocken hier. Gebracht wurden. Komm her. Wenn du dich traust. Schnell weg. Oh oh. Da ist die Explosion. Und jetzt den dritten. Vielleicht sollte man auch nicht in diesem geschmolzenen Sumpf da rumstehen. Ich brauche Arkankraft. Ja, ich auch. Achso. Wir sind eine Person. Nun ja. Ich habe mich eben ein bisschen in Banish Let's Plays verloren. Ich habe so das Gefühl, dass wir das auch mal spielen müssen. Beziehungsweise ich muss das mal spielen, glaube ich. Und dementsprechend kommt ihr dann auch nicht drumherum. Oder ihr drückt einfach auf den Abonnieren-Knopf ein zweites Mal und müsst somit die Let's Plays nicht ertragen. Naja. Wieso sind wir denn hier drin gerade so schwach? Wir waren doch eigentlich... Müssten wir vom Level her doch ganz gut sein jetzt. Wir sind auf Level 11? 12? Mhm, auf Level 11. Und normalerweise ist man an diesem Punkt des Spiels doch noch gar nicht so weit. Wir haben alles mitgenommen, wir haben alles aufgedeckt. Und... Von daher müssten wir auch die maximale Erfahrung irgendwie mitgenommen haben. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich ein bisschen viel im Nahkampf bin. Was sich aber hier jetzt gerade auch absolut nicht vermeiden lässt. Weil die Gegner ja auf mich zulaufen. Ich brauche Arkan. Zack. So, da laufen wir mal gerade ein Stück zurück, bevor er platzt. Ich habe keine Und Tränke mehr dabei. Ja, ich habe keine Tränke mehr dabei. Cool. Jetzt sollten wir gleich nochmal kurz in die Stadt und ein paar Tränke kaufen. Offensichtlich braucht man als Zauberer dann doch ein paar mehr davon.
kann mich erinnern, dass wir als Barbar kaum Tränke benutzt haben, weil wir einfach viel zu stark waren. Mehr Arkankraft. Ich bin wieder gesund. Natürlich ist die Spielstärke, die Spielschwierigkeit jetzt auch ein bisschen angezogen. Oh Mann. Da konnten wir das Kotzen leider nicht mehr verhindern. Aber das bringt ja auch alles Erfahrung. Das ist ja nicht immer so negativ sehen. Da haben wir ja auch noch schon ein paar schöne Lecks eingebaut. Das ist immer mal wieder was Neues. So, die habe ich kaputt absorbiert und da ist Stufe 12. Das ist so ein schöner Anfang hier. Ein schöner Einstieg. Eine neue Rune für Frostnova haben wir freigeschaltet. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Und eine neue aktive Fertigkeit ist auch hinzugekommen. Vielleicht testen wir auch die dann gleich mal aus. Sobald wir hier die ganzen Gegner besiegt haben. Na, komm. Komm doch. So, dann auf S. Bekommen wir in das Fertigkeitsmenü, da können wir gerade noch nicht rein, weil sich das gerade noch erholt. Arkanflut, die packe ich da mal rein. Die haben wir jetzt auf der rechten Maustaste und hier Frostnova zerschmettern. Mal gucken, was die so macht, ne? Ja, weiter geht's. Ich bezweifle auch, dass diese entweihte Krypta die richtige sein wird. Normalerweise läuft man ja erstmal durch alle anderen durch. Oh, bis man am Ende dann die richtige erwischt. Oh, der Zauber sieht ganz nett aus, aber wir müssten... Wir haben die Town Portals noch nicht freigeschaltet, ne? Wir müssten einmal zurück in die Stadt und uns ein paar Tränke holen. Oder einfach zusehen, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie... an die Gegner ranlaufen. Was wir ja sowieso nicht machen sollen als Zauberer. Weil wir definitiv keine Nahkämpfer mehr sind. Geh weg. Aha. Der Zauber ist ziemlich mächtig, habe ich das Gefühl. Er macht auf jeden Fall guten Schaden. Mal gucken, wie weit wir ohne Tränke hier kommen können. Eigentlich habe ich keine Lust hier zu sterben, deswegen, sobald es das nächste Mal brenzlig wird, hey, das wäre dann jetzt ein guter Zeitpunkt, um nochmal nach Hause zu gehen. So, dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Das lässt sich gerade leider nicht ändern. Oder wir finden, oh, hallo, Mr. Skelett. So, ja. Banished. Banished ist ein super Spiel. Vielleicht probieren wir das mal aus. Mal schauen. Das läuft aber leider unter Mac nicht. Sonst hätte ich das vielleicht heute Abend schon mal eine Runde angezockt. Und mal geguckt, wie das so ist. Aber es werden ja nur noch Spiele für Windows entwickelt. Nur noch stimmt natürlich auch nicht, aber viele. Aua. Wenn wir uns jetzt töten lassen, müssten wir... Ja, dann würden wir vielleicht sogar Zeit sparen. Je nachdem, wo wir da wieder einsteigen. Aber wir haben ja jetzt hier den Ausgang auch. Und können somit nochmal schnell in die Stadt. Oh. Natürlich kommen jetzt von überall Gegner. Wenn man sie nicht gebrauchen kann, sind sie da. So ist das. Tja, tja, tja. Neutristra. Haben wir noch Sachen, die wir verkaufen können? Oder? Das habe ich eigentlich vorhin gemacht, ne? Ja, alles wegverkauft hier. Zack, zack, zack. Das kommt auch weg. Das lassen wir erstmal. Und jetzt müssen wir mit... Hat der denn Tränke? Nein. Huch. Möge die Gnade der Uralten eure... Möget ihr ein letztes Mal die... Ja, das ist ein Heiler, das ist schön. Müssen wir jetzt für die Tränke echt da runterlaufen? Okay. Wir müssen also zu dem Händler hier vorne. Ich hab ein... Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auf. Und können hier Heiltränke kaufen. Wenn meine Waren sauber sind. Wie viele nehmen wir denn? Wir nehmen mal 20 mit. Damit müssen wir erstmal auskommen. Wenn wir nicht zu viel Geld hier für Tränke verplempern. Und einfach hoffen, dass wir gleich ein bisschen stärker werden, sodass wir die gar nicht mehr brauchen. Oder vielleicht irgendwelche Gegenstände bekommen, damit unsere Regeneration schneller funktioniert. Mal gucken. So, ab in die entweite Krypta.
Hier waren wir noch lange nicht fertig. Wenn wir gerade einen Blick auf die Karte werfen, einmal reingezoomt, zeigt sich, dass wir überhaupt noch nicht so weit waren. Aber ich glaube, wir können noch auf diesem Weg dann wieder dahin. Das müsste sich hier eigentlich wieder zusammenführen. Ein paar mächtige Zauber, später sind die Gegner. Ich muss halt wirklich einfach mich mal ein bisschen darauf konzentrieren, dass ich auch diese ganzen Fertigkeiten nutze, wobei die Cooldowns ziemlich lang sind und sich das dann irgendwie für so einen Kampf auch noch nicht wirklich eignet. Ich bin ein bisschen begeistert von diesen von dieser Arkanflut, die finde ich echt super. Auch wenn die halt keinen Splash-Damage macht. Richtet man damit die Gegner doch ziemlich schnell. Oh nein, nicht würgen. Richtet man damit. Das macht ja doch Splash-Damage. Was erzähle ich denn? Auf jeden Fall funktioniert das ziemlich gut. Jetzt, wo man Tränke dabei hat, bekommt man natürlich wieder kaum Schaden. Es ist also alles wie immer. Ja. Keiner zu Hause. Aber hier finden wir bestimmt noch ein, zwei Würgekadaverchen. Kadaverchen. Oh, oh. Da. So. Einmal einfrieren, bitte. Wir können uns ja noch ein paar Kadaver wegtuppern für später, für schlechte Zeiten. So, Ende. Die können wir jetzt erstmal aus der Ferne angreifen, dann müssen wir gar nicht erst rangehen. Das klappt auch von hier ganz gut. Ich brauche Arkankraft. Ja, die brauchen wir alle. Jo, hier. Tot. Komm. Das erinnert mich ein bisschen an Silvester. Nicht an den Kater, sondern an das Ereignis. Jo. Eigentlich ist es viel zu früh, um dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Aber es macht so viel Spaß. Ich glaube, ich werde wieder unendlich viel Zeit damit verbringen, hier alles aufzuräumen, alles zu erkunden, neue Dinge zu entdecken. Was haben wir denn da? Einen mächtigen magischen Gürtel, ja, aber wir sind kein Barbar. Ich hätte mir vielleicht auch einfach mal während der letzten Aufnahmen und auch davor einfach schon mal so ein paar gute Set-Gegenstände oder sowas für andere Klassen sichern sollen und nicht einfach alle ins Auktionshaus schmeißen sollen. Haben wir jetzt wirklich gerade auf Anhieb die richtige Krypta entdeckt? Ich glaube, das ist mir auch noch nie passiert. Oh ja. Da ist schon mal wer. Hallo. Fleischerschlund. Geh weg. Wir halten jetzt genügend Abstand. Aua. Sagte er und stelle sich direkt in den Gegner rein. Entfrieren wir ihn einfach nochmal ein bisschen ein. Ziehen ihm dann nochmal ein bisschen was weg. Und lassen ein tolles Feuerwerk los. Hoffen. Er zieht sich aber auch, zieht uns an sich ran. Er mag uns. Er ist ein Fan. Ich könnte es verstehen. Eine Ödniswurzel oder sowas? Was war das? Ja, eine Ödniswurzel. Die bringt 17 Intelligenz, 17 Vitalität und regeneriert ein Leben pro Sekunde. Genau sowas hatte ich auch gesucht. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Das ist die Synchronstimme von Dr. Cox. Auf jeden Fall. Oder es ist sein Bruder und er hat zufällig genau die gleiche Stimme. Kann natürlich auch sein. Natürlich wärme ich mich gerade erst auf. Wir lassen hier die Knochen fliegen. Und basteln die hier mal auseinander. So. Die Heilkugel nehmen wir mit. Und diesen anderen Regenerationstypen hier.
Schwarzen und gerade auch nochmal. So, schönen Tunnel ins Gesicht. Und da ist der Altar des Kanzlers. Oh Gott. Wir hätten uns vorher vielleicht einfach mal das Level abgönnen sollen. Anstatt hier direkt in den Kampf reinzuspringen. Ich habe nicht genug Arcana. Ja, das ist das Problem. Ich ziehe mal gerade noch schnell einen Trank. Ach Mist, jetzt in dem Augenblick lässt er dann natürlich so eine Kugel los. Der Kanzler Iman. Gab es nicht mal einen Sänger, der so hieß? Früher. Ich glaube, es gab sowas. Ah, ich hatte ihn gerade eingefroren und habe mich trotzdem noch gewundert, warum er sich nicht mehr bewegt. Da haben wir die unheilvolle Reisemaske der Dornen bekommen. Heute klappt es übrigens weder mit dem Lesen so richtig, noch mit dem Sprechen. Ich hoffe, das ist okay. Weiter, ja. So, und da haben wir die Stadtportale. Jetzt können wir nämlich einfach mit T zurück ins Dorf. Ist aber gerade eher uninteressant, weil hier ist ja noch viel zu erkunden. Da waren ja auch noch ein, zwei andere Kryptas. Krypten? Ist das der richtige Plural? Krypta? Kryptas? Krypten? Krypti? Ihr wisst, was ich meine. Friedhof der Verlassenen. So, jetzt gucken wir mal gerade ins Inventar hier rein. Ein Schild ist echt uninteressant. Aber, Entschuldigung. Diese Maske? Mal ganz nett, aber mehr auch nicht. Schade. Oh. Theorix Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha! Die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Habt ihr gerade gehört, es sind Krypten. Schön, dass wir uns da gerade noch Gedanken darüber gemacht haben. Oh, 25 Intelligenz und 40. Das würde mehr Heilung und mehr Schaden bedeuten. Zähigkeit brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber das würde natürlich Arkankraft pro kritischem Treffer bringen. Und wir bräuchten mal irgendwie eine Waffe, die dem Zauberer auch angemessen ist. Wir können ja einfach mal in dem Shop gucken. Vielleicht gibt es da irgendwie für den Anfang nochmal eine nette Waffe. Ich meine, wir sind ja jetzt auch ein paar... Ach so, wir haben den Level-Up hier auch noch gar nicht nachgeguckt, was wir hier bekommen haben. Hier können wir nämlich jetzt einen Energiewirbel erzeugen. Und magisches Geschoss. Wir haben hier die Gletschernadel. Das hört sich fast so an, als wäre es irgendwas mit Eis. Hervorrufung. Reduziert alle Abklingzeiten um 20%. Das ist natürlich wirklich mal gut. Da es ja eine passive Fähigkeit ist, begleitet sie uns jetzt einfach die ganze Zeit. Und die Cooldowns sind halt einfach wesentlich geringer. 20% ist, glaube ich, schon, macht schon was aus. Und dieses Ding friert die Gegner auch noch ein. Hui. Das ist auch noch so ein Massending. Und der hält auch ziemlich lange, dieser Wirbel. Wir machen ja wieder viel Wirbel um nichts. Warum ist hier nichts? Also ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, dass wir jetzt hier einmal nochmal komplett durch alle Bereiche gehen. Ich finde das eigentlich sinnvoll, um Erfahrung zu sammeln. Hallo Jungs. Skelette finde ich ja toll, ne? Die sind nicht so schnell. Die fliegen nicht. Also außer auseinander vielleicht. Oh, ein Seelengefäß. Das mache ich gleich mal auf. Aber erst gucke ich mich hier um. Nicht, dass hier noch irgendwo Gegner stehen, die uns dann irgendwie aus Versehen... Oh, überlebt die vom Seelengefäß beschworenen Skelette. Noch 54 Sekunden. Ja, die greifen ja noch nicht mal an. Dann schaffen wir das wohl 54 Sekunden lang. Ach, doch, jetzt greifen sie an. Na, dann kommt mal her. Ich möchte euch gerne mal ein bisschen versammelt haben. Ich brauche mehr Zeit. Diese Magie ist kaum der Weg. Oh, ich komme nicht weg. Oh, oh, oh. Noch 29 Sekunden, dann haben wir das Ereignis hier geschafft.
Diese Ereignisse sind doch auch wirklich neu, oder habe ich die einfach noch nie vorher gefunden? Oh, oh, oh. Aufpassen, dass man nicht da mitten drin steht auf einmal. Ah, wir können da so ein paar Wirbelstürme durchschicken. Das ist vielleicht ganz cool. Oh. Ich brauche Heilung. Nein, nein. Geh weg. Ich muss... Nein, nein, nein. Ihr Held wurde getötet. Ah, cool. Man kann hier also jetzt auswählen, wo man was macht. Wir können uns direkt an der Leiche wiederbeleben und hoffen, dass wir da jetzt einfach rausmarschieren. Ohne... Ah ja, okay, stimmt. Wir müssen ja das wieder einsammeln. Und das Ereignis ist beendet. Da hatten wir gerade einen Bug gefunden, würde ich sagen. Weil die Zeit einfach weitergelaufen ist. In der Zeit, wo wir tot waren. Und hier jetzt einfach massig Skelette rumstehen. Die man ja aber trotzdem, die kann man ja gut besiegen, denke ich. Mal so ein paar Wirbelstürme rein. Den Rest machen wir so. Wenn wir die immer schön wegfrieren hier, dann können sie uns ja auch nicht wirklich angreifen. Ah, das war's. Das hat ja gut geklappt. Oh. Ja, hier sind viele neue Dinge in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Also viele Kleinigkeiten vor allem. Was aber dann das Erlebnis schon nochmal ein ganzes Stück verändert. So, was haben wir denn da eingesammelt eben? Gucken wir doch mal nach. Wir haben hier einen magischen Beinschutz. Der würde uns nochmal mehr Erfahrung bringen. Haben wir hier seltene Armschienen, die bringen Vitalität mit. Ist jetzt für uns als Magier eher uninteressant. Tja, ich hatte gehofft oder irgendwie gedacht, dass das interessantere Dinge sind. Aber nun ja. Immerhin haben wir so ein Ereignis mitgemacht. Und dadurch bestimmt massig Erfahrung gesammelt. Ich achte da nicht so drauf gerade. Kann nicht überall hingucken und bin eigentlich ganz froh, wenn wir hier nicht nochmal sterben. Ich mich darauf konzentrieren kann. Oh, nein. Das sind komische Eisgegner. Dann hauen wir doch einfach nochmal hier so ein paar Wirbelstürme hin. Und da ist er nämlich. Dieser komische Typ. Au, au. Und schon wieder tot. Das passt mir jetzt gerade gar nicht so. Dann machen wir wieder an der Leiche wiederbeleben, müssen mal leider wieder 5 Sekunden warten. Ja. Cool ist, dass man so ein bisschen geschützt wird. Man kann sich da wirklich dann erstmal ein bisschen freilaufen, bevor man sich wieder erneut in den Kampf stürzt. Die Begleiter müssten wir erstmal töten. Das wäre, glaube ich, wichtig. Weil die halt neben dem Skelett halt auch nochmal viel Schaden machen. Ich glaube, das sind auch... Die sind auch irgendwie stärker als normale Gegner. Ich laufe hier jetzt am besten auch nicht weiter rein, weil... da wahrscheinlich nur noch mehr Gegner auf uns warten. Also laufen wir einfach wieder in die andere Richtung. Und sehen mal zu, dass wir hier... 1, 2 Mörder töten können. Ich bin schwer verwundet! Ihr seid tot. Und gleich müssen wir auf jeden Fall reparieren, weil ich da durch meine dummen Aktionen hier gerade meine komplette Ausrüstung kaputt mache. Ich kann die Schwierigkeitsstufe während des Spiels anpassen, okay? Aber das wollen wir ja gar nicht. Es wäre ja auch viel zu einfach, das jetzt wieder auf einfach zu stellen. Also ich meine, wir suchen ja Herausforderungen. Das ist ja der Grund, warum man das hier auch schwer stellt. Also natürlich bringt es uns zusätzliche Erfahrung und zusätzliches Gold und, aber... Ich werde noch mächtiger. Siehste, da haben wir jetzt schon Stufe 14. Wir haben die Aufnahmen hier mit Stufe 11 begonnen. Ich brauche mehr Arkankraft. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, dass ich jetzt die Aufnahmen, die ich hier unterwegs... mache, nicht nochmal weiter auseinanderschneide. Das heißt, ihr bekommt ein paar längere Folgen zum Anfang. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Wir können hier eine Eisrüstung. Wir haben da ziemlich viele neue Dinge bekommen.
durch das Level Up. Da gucken wir doch mal. Neuer Fertigkeitenplatz. Hier ist der. So, und da können wir nämlich jetzt die Eisrüstung reintun. Warum gehen wir eigentlich nur auf... Ah ja, hier können wir jetzt wieder mal was anderes auswählen, aber wir gehen ziemlich stark auf Eis. Eigentlich würde ich lieber auf Gift, finde ich ja immer ziemlich cool. Und da so ein bisschen die Fertigkeiten drauflegt, aber die werden wir mit Sicherheit auch noch bekommen. Vielleicht ist es halt am Anfang nicht vorgesehen. Wie gesagt, ich habe mich mit dieser Klasse halt auch überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Und sie auch in den Vorgängerteilen nie gespielt. Deswegen finde ich es auch ganz cool, wenn wir jetzt mal ein bisschen was Neues kennenlernen. Und da geht's nicht weiter. Geht es hier vielleicht weiter? Machen wir so viel Theater, nur damit da eine Leiche rauskommt, oder was? Hättet ihr euch auch sparen können. Was bringt mir diese Eisrüstung eigentlich? Hüllt euch in eine Eisbarriere, die den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden um 12% reduziert. Nahkampfangreifer werden 3 Sekunden lang entweder unterkühlt oder eingefroren. Hält 10 Minuten lang an? Okay. 10 Minuten? Naja, das ist doch schon mal eine schicke Sache, oder? Wenn wir das hier 10 Minuten drin haben. Mir gefällt übrigens dieser Zauber hier nicht so. Obwohl ich auch eben noch gesagt habe, dass ich das ganz cool finde. Finde ich gar nicht. Also jetzt nicht mehr. Ich bin schwer verwundet. Ich versuche den unter... Oh. Versuch den hier unterwegs mal noch ein bisschen... Schaden durch die Wirbelstürme entgegenzusetzen. Leider sind die viel zu wendig und bleiben überhaupt nicht stehen. Ein leerer Ausrüstungsplatz. Ja, wir haben noch nicht komplette Ausrüstung zusammengesammelt, weil wir nichts bekommen. Das kann ich leider nicht tun. So, jetzt sind wir tot. Ich komme hier leider gerade nicht raus. Jetzt haben wir schon wieder 10% eingebüßt. Aber wir beleben uns natürlich eine Leiche wieder in 5, 3, 2, 1. Jetzt. Das wird ein guter Kampf. So, da, wir haben da diese kurze Unbesiegbarkeit. Und können uns dann von den Gegnern ein bisschen freilaufen, sonst wäre es ja auch totaler Quatsch, sich da an der Leiche wieder zu beleben. 17, warum bringt das denn alles immer nur Vitalität? Das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Genauso wie, dass diese Zoom-Stufe nicht gespeichert wird. Dass ich immer wieder von meiner Seite so, oder ich gehe auch einfach falsch da raus. Wir können das mal gerade probieren, ich drücke M und jetzt... Nö, sie setzt sich auf jeden Fall immer wieder zurück. Liebes Blizzard-Team, da hätte ich gerne noch eine kleine Änderung. Aua. Und auch du, grausiger Totengräber, wirst deiner Bestimmung zugeführt. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier haben wir den Ausgang, das heißt, die Krypta ist durch. Okay. Ach, wir können uns dann auch einfach gerade hier... Ja, das musst du mit einem Drück. Mhm. Wir drücken auf T und reisen mit dem Town Portal in die Stadt zurück. Das sollten wir sowieso machen. Und dann schnacken wir doch hier mal mit dem Handwerker Hedrick. Jep, hier hast du die Krone wieder. Und jetzt machen wir da mal was Schönes draus. Ja, ne? Das finde ich doch auch. Genauso neu wie an dem Tag. Oh, wir können hier natürlich ganz viele Sachen zu schmieden lernen. Wir lernen hier mal den Zauberstab herzustellen. Ach nee, das lernen wir nicht, das haben wir schon gemacht. Okay. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Was ist hier? Rüstung schmieden? Wir könnten uns hier... Was haben wir denn noch nicht? Wir haben noch keine Schultern. Kann man sich hier was für die Schultern machen? Da unten. Schulterschutz. Da. Na, Ledermantel des Lehrlings. Dafür haben wir nicht genug Zutaten. Wir könnten 18 mal die Stiefel des Lehrlings herstellen, dann hätten wir ganz schön viele Stiefel. Ich repariere aber lieber mal und bilde diesen Schmied aus, dann ist er auf Stufe 9. Okay, das war gerade einfach unglaublich teuer. Aber der Schmied ist ziemlich stark geworden. Und ich weiß gar nicht, bleibt der so? Haben wir das jetzt mit allen Charakteren?
So müsste es ja eigentlich sein. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles denn, in deiner Macht Stehende getan. Das Geld ist ja global, also das ist ja von allen Charakteren. Mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Boah. Aber das, was ist jetzt in Nebenhand? Daran, das, Leben das ist ja voll gut. Wir müssen packen wir das doch mal rein. Sein, um die Schrecken, Zähigkeit, das interessiert uns nicht. Das auch nicht. Mein letzter Wunsch. Diesen Hut hier können wir auch wegmachen, das können wir auch wegmachen, das auch, das Schild brauchen wir auch nicht. Das, das und das und das kann weg. Und hier haben wir jetzt 31 Intelligenz. Boah, da haben wir eine richtig gute Waffe. Und machen damit dann auch, denke ich mal, wesentlich mehr Schaden jetzt. Wir können ja mal gucken, was es hier noch so gibt. Wir haben zwar jetzt nur noch 5000, aber... Ist hier vielleicht was? Nee, Schultern gibt's hier ja auch nicht, ne? Nee. Okay, dann soll uns das nicht weiter interessieren. Wir sprechen mal kurz mit Edgard Cayne. Ich breche das hier ab. Ja. Wir sollen im Reich des finsteren Königs nach der Kathedrale suchen. Also bestimmt ist der Auftrag an sich anders, aber das war ungefähr das, was ich gerade da aufgeschnappt habe. Weil ich wieder keine Lust hatte, alles zu lesen. Hier nochmal kurz rumlaufen. Ach nee, hier waren wir ja schon. Bloß, jetzt ist da hinten die Tür auf, also hier. Den konnten wir vorhin noch nicht runter. Aber jetzt, haben wir die Möglichkeit, da runter zu gehen. Und hier mal ordentlich für Unruhe zu sorgen. Ja, Leute, auf geht die Tür. Ich muss mal gerade einmal einen Schluck trinken. Weil sonst gleich meine Stimme weg ist. So, haben wir schon erledigt. Ich bin ja vorbereitet. Auch ich mache mir sogar vor der Aufnahme noch ein paar Gedanken um Dinge. So, und da prasselt jetzt auch schon wesentlich mehr Schaden gefühlt auf die Gegner ein. Geh weg. Ja, das überall sind nur noch Sachen mit Zähigkeit. Ich verstehe das gar nicht. Also das brauchen wir nun wirklich nicht. Was für uns zählt, ist die pure Intelligenz. Ob es hier wohl auch Intelligenzbestien gibt, gegen die man kämpfen muss? Oder irgendwelche dummen Wortspiele? Zack, zack, zack. Ach, das ist ja wieder so einer, der die Skelette beschwört, den man dann einfach mal sofort töten sollte, bevor er die ganze Zeit neue erschafft. Na, das geht doch jetzt aber ganz gut eigentlich, ne? Ich habe das Gefühl, dass es schon was gebracht hat, hier eben dieses Ding zu schmieden. Die Fässer können wir auch mal kaputt machen. Die stören ja nur, ne? Wir haben hier noch ein Schreiberpult mit einer Schriftrolle, die uns auch wieder 1000 Erfahrungen bringt. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ja ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst gegen den als wir von unserer Entsetzung. Ach komm, hören wir doch direkt noch Teil 3. Unterbrechen wir mal Teil 1. Teil 2 können wir überspringen. Und da hinten ist nochmal so ein Beschwörungsapparat. War natürlich. Sowas hält nicht lange. Ich hätte gerne ein Level-Up und coole andere Zauber. Ich finde zum Beispiel diese Tornados und auch die Diamanthaut jetzt gerade nicht so geil. Ich könnte natürlich auch mal... da sind ja noch Skelette gekommen. Hallo. Ich könnte natürlich auch einfach wechseln. Aber das wäre zu einfach und da hätte ich nichts zu meckern. Was wäre das Leben ohne ständig zu meckern? Nichts. Deswegen lassen wir das alles so, wie es ist und warten einfach auf das nächste Level ab. Lange wird das auch nicht mehr dauern. Wir haben ja schon die Hälfte jetzt wieder voll. Da liegt eine exquisite Essenz rum. Vielleicht nehmen wir die mit. Drehen nochmal den toten Dorfbewohner einmal um. Dass der nur von einer Seite fault. Oh Gott. Und hier sind schon wieder irgendwelche ganz speziellen Kreaturen, bei denen wir bestimmt gleich dann sterben werden. Haben wir da erstmal ein paar Verlangsamungen rein. Warum haben die denn auch immer so komische Begleiter dabei, die mega stark sind? Das ist voll unfair.
Wobei der Mörsertyp hier gerade nicht sonderlich viel Schaden anrichtet. Nicht bereit. Und da haben wir den komplette. Die Diamanthaut bringt's echt. Also. Die hat aber auch einen Cooldown, der relativ lange dauert. Und das ging ja jetzt. Ich hatte da was Schlimmeres befürchtet. 26, naja. Zauberstäbe sind auch völlig uninteressant. Die können ja wirklich überhaupt nichts. Aber wir brauchen jetzt Geld. Boah, das war richtig viel Gold. Dann können wir aus sicherer Entfernung schon mal angreifen, einfrieren und dann Schaden drauf. Klappt doch ganz gut. Level 14, also. Bei 11 fangen wir an, haben wir angefangen. Und Level 15 ist auch schon in greifbarer Nähe. Diese großen Viecher halten irgendwie ziemlich viel aus, habe ich das Gefühl. Und lauft doch nicht weg. Das sind immer so, diese ganzen Viecher sind dann auf einmal so feige. Finde ich nicht okay. Muss ich euch mal so sagen. Also mit euch meine ich natürlich die Skelette. Und nicht euch, die ihr mir zuschaut. Heiltrank. Haben wir. Gut. Weiter geht's. Ach, jetzt auf einmal findet man hier überall Tränke oder was. Aber halt, wenn man sie braucht, sind keine da. Oh, hier auf Tab haben wir ja nochmal die richtige Karte. Die für uns relevante vor allem. Dann will ich eben nichts gesagt haben. Es hätte mich aber auch irgendwie, es hat mich auch gewundert, dass das nur so gewesen wäre. Da kommt Eis. Das habe ich nicht gesehen. Nicht rechtzeitig. Wer kann denn das? Ach, der. Naja, er konnte. So, was haben wir hier? Wieso findet man eigentlich nur noch so Hauben? Hier sind überall Hauben. Ist das vielleicht was vom Kreuzritter? Also so eine typische Bekleidung dafür, dass nicht nur der die tragen kann, habe ich gesehen. Aber vielleicht ist das so die übliche Standardausrüstung, die übliche Standardausrüstung. Ich kann auch alles doppelt sagen. Für einen Kreuzritter. Ja, hört doch auf zu schreien. Ich weiß doch, dass ihr da seid. Es ist alles gut. Und da ist die Stufe 15. Ja, wenn du immer so viel von deinen alten Meistern redest, dann lass uns doch da einfach mal vorbeigehen vielleicht. Können sie nicht sehen. Stromschlag. Elektro finde ich auch nicht so geil. Feuer oder Gift finde ich auch interessant. Und ich glaube, wir haben hier die nächste Stufe von der Kathedrale entdeckt. Aber erstmal schauen wir uns noch hier um. Tote Dorfbewohner, die irgendwelche Hüte verlieren. Man sollte grundsätzlich mehr Hüte tragen. So. Einen Schulterschutz, den können wir einfach anlegen, ohne zu gucken, was der bringt, weil wir noch gar keinen haben. Aber der bringt 18 Intelligenz und das ist super. Hier hätten wir nur Miese. Das bringt uns nichts. Das. Oh, Moment. Nicht, dass wir das hier vergessen. Hier haben wir Stromschlag. Was war denn ganz cool? Die Spektralklinge. Wobei hier haben wir natürlich auch schon zwei Runen für. Probieren wir mal den Stromschlag aus. Wir können das ja auch immer wieder wechseln noch. Und dazu den Froststrahl taub. Und einen Energiewirbel, den ich ja sowieso nicht mag. Hier machen wir das Abprallfeld. Und das war's. Jetzt bin ich wieder hochgegangen. Ich gehe wieder runter. Und haue nebenbei noch ein bisschen hier an meine Mikrofonkonstruktion. Vielleicht habt ihr es aber auch gar nicht gehört. Oh! Das ist ja ganz nett. In Kombination mit dem Strahl, cool. So, dann wollen wir doch da mal den Stromkreis, den Stromkreis schließen. Nun, zurück zu meiner Mission. Ich hab dich gerettet. Du musst mir dankbar sein. Das werdet ihr bald erfahren. Helft. Sagt. Ja, wir helfen dir natürlich gerne. Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Der hat eine sehr zarte Stimme, unser Magier.
passt gar nicht. Ich hätte gerne eine barbarische Stimme für so eine kleine, zierliche Gestalt. Eine richtig tiefe und dunkle Stimme. Vor allem mit Ü. Eine Stimme. Mal. Machen wir doch mal. Das sieht ein bisschen nach Star Wars aus. Der eine Sith konnte das doch auch, oder? Verwechsel ich da was? Zip. Und noch ein bisschen Eis. Zu ein Eis? Es ist viel zu kalt für Eis. Deswegen ist er gestorben. Hat mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Das ist es, was ich hier herausfinden will. Kann es sein, dass Skelette abends, bevor sie ins Bett gehen, ziemlich viel zu tun haben? Also, ich meine, wenn man jetzt mal über Zähneputzen nachdenkt, das sind ja auch im Prinzip Knochen. Wenn Skelette sich pflegen müssen, haben die abends auf jeden Fall relativ viel zu tun. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte, hoffe ich. Du bist ja immer noch nicht tot. So. Wo ist denn hingelaufen? Hier? Ja, da habt ihr ja viel gemacht gegen. Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig, so müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr sagt es. Oh Gott. Ein starker Speer an meiner Seite könnte hilfreich sein. Ja, das denke ich auch. Und wir gucken aber erstmal noch, ob wir hier irgendwas Interessantes entdecken. Wer weiß, wer weiß. Außer Spesen nichts gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Ich hab's auf jeden Fall. Nun ja, eine Bank. Ganz toll, das hat sich richtig gelohnt, hier oben nochmal umzulaufen. Warum jetzt? Oh, guck mal. Das hat sich aber gelohnt, hier mal reinzugehen. Boah, das Ding stößt ja auch ab. Das ist natürlich eine gute Sache. Dass es die Gegner wegstößt. Ich habe nicht genug Arcane. Da wir dann einfach mal uns auch ein bisschen freikämpfen können dadurch. Falls sie zu nah kommen. Ich sehe gerade nicht so viel. Ich laufe mal ein Stück raus. Sehr langweilig, wenn wir überhaupt nichts von dem Kampf mitbekommen. Hilft er mit seinem Speer eigentlich wirklich? Oder ist das wieder nur so ein... Ich laufe dir hinterher, bringe eigentlich aber gar nichts, Typ. Ich bin geheilt. Ich finde diese Aura ziemlich cool hier, die wir da, diese Explosionsdings-Aura. Wie man da von manchen Gegnern dazu bekommt. Ja, ist doch jetzt gut, oder? Und übrigens schon wieder das halbe Level voll. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines kaum zu glauben. Ist stärker. Ihr wart naja, schwarze Magie, das waren ein paar Bretter. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel. Bleib doch mal stehen. Meine Bruderschaft komme. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Warum stehe ich eigentlich schon wieder direkt vor dem Gegner? Ah, egal, der ist sowieso gleich tot. Er kommt mir nicht mehr davon. So, da liegt er. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels. Töte ihn. Töte ihn. Los. Töte ihn. Danke. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Dem kann ich zustimmen. Ich hätte jedoch nichts der... Wohlan denn. So. Wollen wir den mitnehmen? Den nehmen wir mit, oder? Der Templer ist nun mein Begleiter. Schön. Dann sind wir nicht mehr so alleine. Ja, ich meine auch, dass wir im letzten Let's Play sogar auch die ganze Zeit diesen Templer hinter uns hergeschleppt haben. Und ihm immer bessere Ausrüstung gekauft und so. Das waren noch schöne Zeiten, waren das. Als sie dann wirklich mal was gebracht haben. So, was können wir denn hier machen? Ich würde sagen, wir bringen den dann wieder dazu, dass er uns heilt. Und was können wir hier? Regeneriert pro Sekunde 23 Leben für euch. Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, 3 Sekunden lang verlangsamt. Ah, auch hier machen wir wieder die Leben.
Fügt einem Gegner einen massiven Schlag zu, der 800% Waffenschaden verursacht. Offensive. Das wird mir gute Dienste leisten. Ja, nehmen wir mal das andere. Und Details wollen wir uns nicht weiter angucken jetzt. Es geht ja nicht darum, den Templer perfekt zu machen, sondern hier das Böse zu vernichten. Ich habe versucht, ein Bücherregal, schön. Aber ich habe den Überblick verloren. Ich finde das cool, dass selbst die Zerstörung von Objekten Erfahrungspunkte bringt. Ich meine, das ist ja halt auch nicht ohne, ne? Das muss man auch, Zerstörung muss gelernt sein. Ich erneuere mal den Buff. Und dann geht es hier weiter. Türen auf. Feuer frei. Mal die Stützen da wegmachen. Und schnell diesen Typen. Da war gerade übrigens der Ansturm, falls ihr das gesehen habt. Und er hat halt auch die Gegner dann wirklich verwirrt. Was können die denn mörsern? Ich brauche mehr Zeit. Also nichts, wovon wir weglaufen müssen oder so. Dieser Blitz. Also die Fähigkeit, die ich auf der linken Maustaste liegen habe. Der primäre Angriff quasi. Ist wirklich nicht so sonderlich toll. Der macht kaum Schaden. Dann haben wir diesen Kronwald hier ab. Und nochmal alles aktivieren. Eure Verteidigung ist nutzlos. Jo. Das ist richtig. Oh nein, hier sind diese kleinen Viecher. Die tierisch nerven. So, bitte. Ein toter Dorfbewohner, ja, das tut mir doch auch leid. Machen wir das Skelett dann noch weg. Und hier runter. Ja, was so in der nächsten Zeit an Let's Plays dazukommt, habe ich euch ja, glaube ich, auch schon erzählt, ne? Wir werden dann auf jeden Fall Far Cry 3 machen, was ich derzeit auf der Xbox spiele. Und für euch kommentiere und, natürlich South Park. Und die Erweiterung von Diablo 3 kommt auch noch mit dazu. Ihr seht also, dass ich eigentlich gut ausgelastet bin. Wobei ich Far Cry jetzt auch einfach mal wirklich Gas geben werde und damit wir das auch abschließen können. Ich möchte jetzt nicht unendlich viele Spiele anfangen, die ich dann wieder nicht zu Ende bekomme. Aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil neue Spiele dazukommen und ich dann irgendwann die Lust verloren habe, daran weiterzuspielen. Das soll ja nicht passieren. Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Mutiger Typ, auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen. So, dann gucken wir nochmal gerade, was hier so ist. Ah, guck mal, da blinkt es. Dann müssen wir doch da hin. Alles, was blinkt, ist gut. Außer unsere Lebensanzeige, die sollte nach Möglichkeit nicht blinken. Ab in die königlichen Krypten. Speicherpunkt und jetzt geht es dem Skelettkönig an den Kragen. Boah, wie oft ich diese Stelle gespielt habe. In der, damals in der Testversion von Diablo 3, die man mal spielen konnte. Eine Zeit lang. Versucht habe, alle Erfolge, die man in dieser Testversion bekommen konnte, zu bekommen. Und möglichst hoch zu leveln in dieser Zeit. Und dann hatte ich die ganzen Erfolge, dann kam das Spiel raus und alle waren wieder weg. Dann habe ich mich auch leicht verarscht gefühlt. Ich dachte, dass das dann sowas wie so irgendwie so Unique Achievements oder wie auch immer man das nennen möchte sind, die man halt nur in der Testphase bekommen kann. Tja, falsch gedacht. Blizzard hat einfach alles zurückgesetzt. Ja, nee, doch kaputt. Während die Typen da quatschen, können wir ja nun hier auch mal ein bisschen was auseinanderbauen.
Und hier haben wir ein Schreiberpult. Eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König... Ja, es ist auch eigentlich egal, was da in den Tagebüchern steht. Das müssen wir uns jetzt nicht noch alles geben. Hier sind diese Gestalten auch wieder verschwunden. Und ich denke mal, dass es dann hier weitergehen wird. Ja, das sieht gut aus. Ja, schon. Guck mal, Mr. König, wir müssen mal diese Säulen hier direkt dann auseinanderbauen. Wir haben einen Erfolg, dicke Rüstung. Anscheinend bekommen wir hier mit dem Zauberer nochmal die Chance, ein paar neue Erfolge freizuschalten. Da man da ja Sachen benutzt, die man mit anderen Charakteren eher weniger nutzt. Oder gar nicht nutzt. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Vielleicht könnte man das einfach mal nachgucken. Um zu wissen, auf was man vielleicht so ein bisschen mehr achtet, damit man die Erfolge auch noch kriegt. Ich finde die Erfolge immer toll. Sonst haben wir hier gerade nichts erreicht. Okay. Dann gucken wir doch mal hier rein. Erfolge. Was haben wir denn hier? Halte 20 Minuten lang denselben Rüstungszauber aufrecht. Kann man da... Geht das noch weiter? Nee, schade. Ah ja, das hier sind die Zaubererfolge, okay. Was haben wir hier noch? Töte 2000 Gegner, während Archon aktiv ist. Naja, also mit solchen Sachen kann man sich dann mal beschäftigen, wenn man das Spiel durch hat und den Charakter voll aufgelevelt hat. Dann kann man anfangen, solche Achievements zu farmen. So, und dann Treppe hoch. Nö, hier sind wir falsch. Jetzt sehen könnten. Ah, aber da sind Stufe... Da sind Stufe 16. Zeit verlangsamen. Mhm. Okay. Und was haben wir hier? Glaskanone. Erhöht sämtlichen verursachten Schaden um 15%, reduziert jedoch die Rüstung und Widerstände um 10%. Nee. Das möchte ich nicht. Wir sind ja sowieso nicht so stark. Also... widerstandsfähig. Das war das Wort, welches ich suchte. Was passiert denn, wenn man die Zeit verlangsamt? Ah, cool. Dann sind alle Gegner, die in dieser Kuppel sind, langsam. Weil ich auch den Zauber vielleicht ein bisschen merkwürdig finde. Wobei der vielleicht für Endgegner ganz nützlich ist. Dann können die nicht so oft ihre komischen Endgegner-Zaubersprüche machen. Ich hasse es, wenn Tore nicht sofort aufgehen, ne? Das finde ich richtig anstrengend. Vor allem, wenn es viele davon gibt. So, Mr. Templar. Willst du hier auch noch gucken? Nee. Da waren wir ja schon. Also, nächste Tür. Ein paar Uhren hier. Einmal wegfrieren. Nicht, dass hier nochmal irgendwas schlüpft, wenn wir hier wieder weg sind. Und wir hier nochmal alles sauber machen müssen. Nur weil wir beim ersten Mal nicht so gründlich waren. Ist natürlich völliger Quatsch, das weiß ich auch. Unser verdienter Lohn. Oh, Gold. Gold. Ja, das können wir jetzt gut gebrauchen. Nachdem ich da eben in alles dem Schmied in den Rachen geworfen habe. Beziehungsweise in die Ausbildung des Schmiedes gesteckt habe. Wobei natürlich Geld, was man in Ausbildung investiert, niemals vergeudet ist. Was haben wir denn da gerade eingesammelt? Sie haben einen unidentifizierten Gegenstand aufgehoben. Die sind jetzt also orange. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins. 19 Widerstand gegen alle Widerstandsarten. Plus 36 Rüstung regeneriert. 3 Leben pro Sekunde. Ja, das bringt uns leider... Wobei, auf die 9 Intelligenz von dem Panzer können wir verzichten und sind dafür einfach ein bisschen widerstandsfähiger. Und hier haben wir nochmal was Gelbes. Das würde auch 33 Intelligenz bringen. Aber trotzdem nur die Zähigkeit erhöhen. Und nichts am Schaden machen. Dann möchte ich das, glaube ich, nicht. Betrete die Krypta des Skelettkönigs. Sollen wir das wirklich schon machen? Oder... Ach ja, hier ist ja nichts mehr. Okay. Naja, denn... Sesam, öffne dich. Ich trinke gerade mal nochmal einen Schluck.
und betrete die Krypta. Angenehm sind wirklich die Ladezeiten von diesem Spiel. Ich möchte das Ereignis überspringen. So, und weiter geht's. Natürlich haben wir auch wieder in dieser Aufnahme eine kleine Unterbrechung eingebaut. Macht natürlich immer mega viel Spaß, wenn man unterbrochen wird, während die Aufnahme läuft. Darf ich gleich wieder nicht vergessen, das rauszuschneiden, sonst wird das eine ganz schön peinliche Nummer. Hätte ich das jetzt gar nicht gesagt, hätte man wahrscheinlich kaum gemerkt, dass da was ist. Aber egal. Ich bin ja eine ehrliche Haut. Und hier ist der Thron des Skelettkönigs. Jetzt wackelt es. Kann man davon ausgehen, dass er sich da jetzt erheben wird. Um uns ein bisschen die Hölle heiß zu machen. Das wird aber nichts, Freundchen. Das wird nichts. Mache hier erstmal alles kaputt. Da, der Skelettkönig ist jetzt angreifbar. Die Frage ist, wo? Da ist er. Wow. Cool, er hat ihn eingefroren und wir haben ihn direkt unter diese Kuppel gesetzt und er ist nun ein wenig langsamer geworden. Wenn wir direkt diese Viecher hier kaputt machen, die er hier erstellt. Und nochmal alle Zauber raushauen. Um ihm dann jetzt mal direkt ein bisschen Schaden zu brennen. Leider ist es nicht so viel. So, jetzt erstmal wieder die Arkankraft ein bisschen aufladen. Das dauert einen Moment. Aber er ist auch schon wieder eingefroren. Und hier vor allem bei den Endgegnern merkt man halt jetzt wieder, dass wir auf schwer spielen, weil sonst wäre er wahrscheinlich schon tot. Wobei natürlich schwer ist was anderes. Wir stehen ja nur hier und es dauert einfach länger. Für mich ist bedeutet schwer etwas anderes eigentlich. Nun gut, ich will mich nicht beschweren. Hab schon wieder schwer gesagt. Ich, alter Schwerenöter. Hahaha. Zack. Alle Zauber raus. Bleib doch hier. Lauf doch nicht immer weg. Ich würde gerne mehr von dieser Arkankraft direkt auf ihn richten. Leider kommen mir da immer seine komischen Leute dazwischen. Und er hat mega viele Hitpoints einfach. Blitzi blitzi. Na, also. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihm nicht so wirklich Schaden machen mit unseren Fähigkeiten. Und auch die Skelette hier halten furchtbar viel aus. Bin nicht bereit, ja. Solltest du aber sein, vielleicht. Er wird immerhin verlangsamt durch unsere Kuppel. Und auch die gegnerischen... Warum rede ich dann immer von den gegnerischen Skeletten? Als ob wir befreundete Skelette hätten. Es ist doch klar, welche Skelette gemeint sind. Naja. Komm, jetzt habe ich ihn gleich. Kann nicht mehr lange dauern. Da bricht unser Eisstrahl durch. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber viel Schaden hat er uns jetzt noch nicht gemacht. Das hat er einmal getroffen. War auch nicht so schlimm. Und da liegt er. Erfolg. Der wahnsinnige König. Warum war das ein Erfolg, dass wir den getötet haben? Ihre Tragekapazität ist begrenzt, ja. Das ist ja nun jetzt nichts Neues. Das hier bringt gar nichts. Auch das bringt nichts. Die ist ziemlich interessant für uns. Der Ring bringt auch 23 Intelligenz. Das würde nochmal 6,2% Schaden bringen, aber die anderen Werte stürzen dann total ab. Ich glaube, das ist Quatsch. Das Schild hier... Machen wir mal rein. Das ist gut, glaube ich. Für uns.
Und ich möchte noch einmal gerade, mich interessiert, was wir hier gerade für Erfolge alles freigeschaltet haben. Zusammenfassung. Ah ja, genau. Das war nur einer. Da stand so viel. Tötet den Skelettkönig. Aber das habe ich doch schon mal gemacht. Das ist ja nun nicht so, dass ich das noch nie gemacht habe. Komisch. Naja, jetzt sollen wir erstmal mit dem Fremden in der verlassenen Kammer sprechen. Und dann sehen wir weiter. Hier geht es hinunter. Da ist der Fremde. Aber wir möchten uns das jetzt nicht alles anhören, was du zu erzählen hast. Lauf mal und... Ach, wir können auch einfach vorlaufen. Kehrt nach Neutristram zurück. Da. Klick, klick. Und? Sprecht mit Deckard Cain. Aber erstmal... Nö, nicht erstmal. Wir sprechen direkt mit ihm. Das brechen wir ab. Quest beendet. Und wir haben hier direkt auch... Nochmal was für die Schultern bekommen. Das bringt uns Vitalität, Distanz und na, da, 5 Erfahrung. Das würde Zähigkeit bedeuten, würde dafür aber weniger Schaden machen. Und Schaden ist nun mal auch echt wichtig. Zu den Feldern des Elends, okay. Aber erstmal müssen wir hier einen ganzen Krempel loswerden, weil unsere Tragekapazität ja begrenzt ist, wie wir eben erfahren durften. Was wir natürlich vorher noch nicht wussten. Das verkaufen wir nicht. Müssen wir noch reparieren, ein bisschen. Hier ist, glaube ich, jetzt auch nichts Interessantes gerade. Die Cain-Chronik. Ihr habt keine unidentifizierten Gegenstände. Ja, das ist doch schön, wenn alles identifiziert ist. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Tschüss.